Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legions. Und wir fahren mit der Kampagne fort. Wir bleiben mal bei unserem Schmuggler. Wenn die nicht gelogen haben, dann ist die Legion in der Nähe. Da sind sie. Hey da, ich bin Tyr, Ritterbruder der Klingen. Die scheinen ja nicht gerade erfreut, euch zu sehen. Hey da! Das erinnert mich immer an Baldur's Gate. Wie hieß die? Verdammt, jetzt komme ich nicht auf ihren Namen. Ist so ähnlich, ne? War ein bisschen nervig, aber irgendwie ist zuckersüß. So, wir spielen mit dem Schmugglerdeck. Gegen kaiserliche Deserteure. Ja. Das nicht. Die lassen wir mal drin. Moment. Wir gehen nicht zurück. Die kaiserliche Legion ist verdammt. Ja, das stimmt. Ja, nee, eigentlich haben wir keinerlei. Soldat, Meldung! Eure Befehle? Ja, das ist natürlich doof. Was haben wir hier? Oder lieber den Hist. Haut er mir den weg, den Hist? Ist beinahe anzunehmen, ne? Zumindestens. Aber mein Mana erhöht sich. Diese Bäume geben mir Macht. Und vielleicht ist ja gar nicht so schlecht, ne? Und wenn wir es hier drauf da lassen, dann kann er uns erstmal nichts tun. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Zu Befehl. Oh, das sieht schlecht aus. Wenn. Oh, das erhöht sich. Ich höre und gehorche. Hört sich jedes Mal. Dann ist es eine Karte, die ganz schnell weg muss. Eventuell. Also wartet mal. Fessle eine und füge ihr einen Schaden zu. Ja, kann ich noch nicht. Weil der ist ja noch im. Eventuell brauchen wir hier. Ich schiebe Wache. Genau. Das ist die Frage. Lassen wir den so da? Lieber nicht. Törichte Trockenhaut! Lieber nicht, dann werden wir mal noch. Die Macht des Hist durchdringt mich. Dann werden wir mal den Hellstrom-Straßenräuber noch hin. Zu Befehl! Moment. Was bedeutet das? Wenn dein Gegner dir in seinem Zug keinen Schaden zufügt, opfere diese Karte und beschwöre in jeder Reihe einen Priester. Wow. Ja, heißt es jetzt nur dem Schaden zufügt oder insgesamt Schaden zufügt? So, wir werden ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Der Karte da entledigen. Jetzt müssen wir schauen. Was haben wir denn? 5. Wächter. Gerne. Meine Schwerthand juckt. Gerne. Was haben wir hier noch? Nee. Törichte Trockenhaut. Wir werden erstmal hier Schaden zufügen, ne? Ab in die Rausche. Naja. Was soll ich sagen? So, wir haben jetzt 5. Eigentlich passt keine hier, ne? Den Sturmangriff würde ich mir lieber mal aufheben, deswegen. Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Hauen wir mal drauf. Ihr vergeudet meinen Atem. Ich bin bereit und diene. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Den kriegen wir weg, eventuell mit unserem Tödlich hier. Wo ist er denn? Sturmangriff.
Nett. Was haben wir hier noch? Vernichte eine Verwundete. Ja, könnten wir. Allerdings haben wir eh den Wächter hier. Warum sollte... Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Nee, da werden wir mal nicht draufhauen, sonst bekommt er noch eine Karte und das will ich nicht. Fessle eine Kreatur, füge ihr einen Schaden zu. Das ist jetzt natürlich schwierig. Könnten wir, ne? Dann wäre der Wächter hier... Wächter... Ja, ja. Und dann den hier hin. Schwierig. Schwierig, ob wir die Karte nicht vielleicht noch anders brauchen. Ich mach's jetzt. Ihr vergeudet meinen Atem. Aber ich bekomme... Ja. Gerne. Gerne. Hat sich ja vielleicht doch gelohnt. Außer der haut mir die weg. Ihr Tod wird dem Kaiserreich Ruhm bringen. Oh, jetzt haut er aber dahin. Ist das ein Wächter? Nee. Kein Wächter. Gibt allen Kreaturen in dieser Reihe minus 1. Deswegen haut er mich auch weg. Auf der anderen Seite, ja, dann ist es so, ne? Oder den hier hin. Und, den möchte ich eigentlich hier rüber spielen, um ehrlich zu sein. Aber wir brauchen hier einen Wächter. Dann soll er sich mal an den hier... Ich werde den Hist beschützen. Jetzt soll er sich mal ein bisschen an dem hier abreagieren. Ja, jetzt bekommt er natürlich... Ja, wir müssen aber mal wieder draufhauen. Das ist nix. Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Wir müssen draufhauen, ne? Meister, ich lebe, um zu dienen. Aha. Damit kann ich eigentlich gerade so noch leben. Aber nicht sehr. Wartet mal, haben wir vielleicht einen Sturmangriff? Natürlich nicht. Wollen wir den opfern? Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, ne? Den zu opfern und... Ja. Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Und unseren Freund hier reinzusetzen. Und... Hau. Hau. Der bekommt sogar mehr als 30 Leben. Aha, der bekommt... Ich habe gedacht, dann ist Schluss. Ach so, ja, ist ja klar, ne? Okay. Tötet sie alle! Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie! Wir sind zu allem ist bereit. Ist das... Nee, ist kein Wächter. Ist das ein Wächter? Nö. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann können wir doch schon mal 10 Schaden fabrizieren, ne? Wir könnten den noch mit hin. Wir könnten den noch mit hin. Wir könnten allerdings auch den hier hin. Genau. Das gefällt mir natürlich noch besser. Blut auf den Wellen. Nur tötet so. Tötet sie alle. Nur so zur Vorsicht. Keine Gnade. Wenn wir zögern, ist alles verloren. Hilft dir nicht, mein Freund. Das hilft dir wirklich. Nee, Nee, ist es ein Wächter? Ach, ist kein Wächter.
Okay, ansonsten hätte ich gesagt, wenn es ein Wächter gewesen wäre, dann natürlich hier. Aber okay, ist das ein Wächter? Ist ein Wächter. Allerdings kann ich diesen Wächter ins Reich der Träume schicken. Oh nein! Schaut! Legatin Cassia ist hier! Lauft, Männer! Legatin Cassia? Was macht denn die da? Sieh einer an. Danke, dass ihr die Deserteure für mich erledigt habt, Tyr. Kommt ihr, um erneut dem Kaiser zu dienen? Cassia, wir müssen sofort mit ihm sprechen. Der Kaiser war entsetzt über Lord Narifins Plan. Doch er wusste auch, dass ein Angriff auf die Kaiserstadt aussichtslos war. Der Bund konnte irgendwie jede Bewegung seiner Streitkräfte vorhersehen. Der Held meldete sich, um in die Stadt einzudringen und dem auf den Grund zu gehen. War die Stadt nicht bewacht? Ah, nun. Narifin hatte kürzlich die Arena wieder eröffnet. Der Held wollte sich als Gladiator ausgeben, um hineinzugelangen. Dort würde schwimmt in der Nacht sie zu einem Geheimgang in den Weißgoldturm führen. Also schätze ich mal, werden wir jetzt in der Arena kämpfen, richtig? Aber erstmal nehmen wir unser Geld. Wie viel? Oh, ein Arena-Ticket. Was soll das bedeuten? Du hast die Solo-Arena freigeschaltet. Wollen wir das dann mal probieren? Ja, wir wieder weitergehen in der Kampagne. Was ist denn das? Mit diesem Deck kann ich eine Armee schwächere Kreaturen aufstellen. Mhm. Und diese mit Verstärkung in eine mächtige Welle der Zerstörung. Oh, Kombos. Da kenne ich mich ja gar nicht aus. Tür. Ihr habt mich hergebracht. Was mehr ist, als ich von euch hätte verlangen können. Ey! Ihr habt gut daran getan, mir diese Nachricht zu überbringen. Helft mir dabei, diese Verschwörung aufzuhalten und die Stadt zurückzuerobern. Dann findet ihr in mir einen dankbaren Herrscher. Wieso? Dank der Güte unseres Lehnsherrn, Lord Narifin, heiße ich euch wieder in der Arena willkommen. Denn nichts eint Männer und Frauen so sehr wie das Spektakel glorreicher Kämpfe. Dies erweckt keine freudigen Erinnerungen. Das wird wie in alten Zeiten. Das erinnert mich an ganz alte Zeiten, nämlich an Oblivion-Zeiten. So, wir schauen mal uns die Arena an. No. Wenn ich da ein bisschen Abwechslung reinbringe. Und in der Arena kämpfst du mit einer rekrutierten Kartenarmee. Benutze dein Arena-Ticket, um das erste Mal in der Arena anzutreten. Okay. Hier, ich habe ein Ticket. Wähle die Klasse, die du in dieser Arena spielen möchtest. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach mal den Assassinen. Hier kommt der Assassine! Intelligenz, Magie, wir nehmen mal Geschicklichkeit. Ach nee, das ist alles beides. Okay. Geschicklichkeit, Intelligenz, Magie und... Oh, alles Mögliche hat er. Wähle eine Karte, die du deinem Deck hinzufügen möchtest. Ich weiß es nicht. Jeder Spieler zieht zwar eine Fessel, alle... Das finde ich super. Wähle noch eine Karte und füge so lange Karten hinzu, okay, bis dein Deck vollständig ist. Ich verstehe den Sinn dahinter. Wenn sich keine gegnerische in der Reihe befindet. Aber hier den tödlichen gefällt mir auch. Tödliches Supi, finde ich. Schau dir drei an, zieh eine. Warum nicht? Ah, der ist nicht schlecht. Wir machen nochmal CD an. Zieh dir die obersten an. Was rüstet er in jeder Reihe? Mit einem Stahldolch aus?
in jeder Reihe eine verbündete Kreatur. Also wenn wir zwei Reihen haben. Ist nicht schlecht. Ich würde gerne noch den nochmal den mit den anschauen. Eine Kreatur erhält einen zusätzlichen Angriff. Jo, Beschwörung gibt einen anderen verbündeten Kreatur. Ja, Wächter bräuchten wir. Letzte Atemzug ist super, finde ich. Nachdem du eine Aktion ausgespielt hast, was heißt eigentlich eine Aktion ausgespielt? Okay, dann wollen wir es mal schauen, was das heißt. Wenn eine gegnerische Kreatur... Ja, schon. Wir haben eigentlich Fesselung. Erhält einen Schutzzauber. Ah, das finde ich gut. Das ist auch nicht schlecht. Wir nehmen trotzdem mal die Prophezeiung. Wir brauchen noch ein paar kleine Karten, oder? Zum Beispiel hier Sturmangriff. Oder Entzug. So, und jetzt hier Wächter ist super. Moment, vernichte eine gegnerische... Achso, Unterstützerkarte. Ja, ist schön. Aber ich hätte doch gern den Wächter hier. Bewege eine verbündete Kreatur. Was heißt denn das? Ziehe eine Karte. What? Fessle eine gegnerische Kreatur in der Reihe. Finde ich auch super. Oh, die nehmen wir. Den Wächter nehmen wir mal lieber. Ne? Verursacht 3 Schaden ist schön. Decke die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf. Ist ja Traum. Ne, wir nehmen mal die 3 Schaden. Manchmal braucht man's. Beschwört. Oh, ein Patronachen, warum nicht? Nimm einen ausgeführten was soll denn das sein? Ausgeführter Auftrag? Hä? Zieh eine Karte, das finde ich super. Vernichte eine verwundete Kreatur. Vielleicht. Ziehe eine Karte. Karten ziehen ist immer gut, oder? Beschwöre einen Schnitter in jeder Reihe. Aber das ist, kostet uns 10. Wow. Zieht eine Karte. Warum eigentlich nicht? Dieb ist super. Dieb nehmen wir. Noch ein Dieb. Ja, die 0 kostet. Ja. Ziehe eine zufällige Karte, wenn der Gegner dadurch Schaden erleidet. Ja, wie soll der Gegner jemals dadurch Schaden erleiden? Oh, Moment. Letzter Atemzug. Der beschwört was. Das ist immer gut. Gib einer Kreatur tödlich. Ist auch nicht so schlecht. Wartet, ein Schlachterfisch in jeder Reihe. Finde ich eigentlich noch ein bisschen besser. Sturmangriff ist super. Tödlich wäre noch schön. Tödlich mit Sturmangriff. Dieb. Zwei Diebs. Streitkulten der Wucht. Vielleicht. Ne, wir nehmen noch einen Wächter. Wir nehmen noch einen Wächter mit, ne? Ja, Fessler, die Kreatur. Obwohl. Wir bräuchten noch was Großes, ne? Vielleicht. Sowas da. Beschwöre, wenn in dieser Reihe ein Verwundeter. Eieiei.
Nee, dann machen wir einer gegnerischen Kreatur 2 Schaden zufügen. Fiegen. Ja, Goblins haben wir wahrscheinlich nicht. Das muss man dann mit. Da kann man ein Goblin-Deck zusammenstellen, eventuell. Ja, das ist in Ordnung. Was denn jetzt? Achso, die letzte. Sturmangriff, letzter Atemzug. Was ist letzter Atemzug? Gewährt Bonus-Effekt. Na dann. Los geht's. 9 Gegner erwarten dich. Der Anführer tritt zuletzt an. Die Reihenfolge der anderen ist beliebig. Wähle deinen ersten Gegner. Wie viele Versuche habe ich denn hier eigentlich? Ja, ja, ich weiß doch nicht. Nehmen wir erstmal die hier, oder? Heute haben wir etwas Besonderes für euch, Bürger. Lasst den Kampf beginnen! Jo. Die nicht. Wir sind zu groß. Jo. 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 Gerne. Komm, da haben wir gleich raus. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Ja! Danke. Danke. So, schauen wir uns die mal an. Die behalten wir mal. Beschwörer plus, wenn ich mein Freund hier möchte Hallo sagen. Eine Kreatur getötet wurde. Könntest du nicht töten? Ach so. Moment, wir haben noch einen Sturmangriff. Ja, eigentlich schon. Um ehrlich zu sein. Galle und Pocken! Aber der steht ein bisschen allein da, ne? Den hätten wir vielleicht. Oh ne. Der will nicht. Oh, jetzt wäre es schön, wenn wir irgendeinen Wächter da hätten. Oh, das ist sowas in der Art. Wow. Wir hätten 5. Was könnten wir denn? Fessle alle gegnerischen Kreaturen. Das ist nicht das Schlechteste. Wächter, Moment. Ja, es ist vielleicht das Beste, ne? Ich meine, der Wächter wird zwar dann dahin gemeuchelt. Ja, den hierhin bringt uns jetzt nicht so viel. Würde ich behaupten. Meine Magie ist meine Rüstung. War mir klar? Moment, was ist das hier? Sieh dir die drei Obersten, nimm eine auf die Hand. Jo, schon. Was haben wir hier noch? Prophezeiung. Die gewährt Bonuseffekt. Allerdings ist der dann tot. Oder vielleicht doch das Ding dahin. Oder ein Schlachterfisch in jeder Reihe. Warum nicht? Bleib fern! Jo, in Ordnung. Wenn wir den Schlachterfisch. Der kann den niedermachen, oder? Ach nee, der hat diese. Verhindert den ersten Schaden.
Danke. Was hast denn du mir hier... Ja, nee. Das ist doof. Obersten drei Karten wäre vielleicht nicht das Schlechteste, aber wir würden... Ich würde... Ja, wir müssen die niedermachen, ne? Nicht ge... Oder machen wir Schaden? Ei, das ist schwierig. Schwierig zu entscheiden. Fessle alle... Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Was? Beschwörer? Was darf? Dann machen wir mal das hier. Wir beschwören. Ja. Ja. Und... machen es doch anders. Hauen das Fall... Oh! Ah, das war falsch. Ah, das war falsch. Ah, das sehe ich ein. Ja, ich habe jetzt echt gedacht, es waren 5. Na gut, dann nicht. Wächter. Wir nehmen einen Wächter mit raus. Was ist jetzt? Warum? Kann ich nur... Was? Sind die anderen niedergemacht worden? Oder kann ich nur... Wie viel Karten kann ich denn überhaupt hier stehen haben? Würde mich mal interessieren. Wie viele Karten kann ich denn hier überhaupt haben? Eher die mir zu fliegen. So, ja, dann... Wollen wir ihm eine Karte geben? Eher nicht. Sei's drum. Wir haben jetzt auf der Seite überschrieben. Die Elemente gehorchen meinen Befehl. Was ist das? Ah, schon wieder so ein Blödsinn. Schon wieder so ein Blödsinn? Allerdings. Warte mal, ich habe doch irgendwo einen Wächter hier. Den hau mal raus. Ach nee, warte, da war was Beschwörerisches. Der Weg ist breit und frei. Ja, okay. Das habe ich zu spät gesehen. Ich geb's zu. So, wir schauen erstmal, was er bringt. Gar nichts. Das ist in Ordnung. Was haben wir hier noch? Prophezeiung. Viel zu einfach. Viel zu... Nee. Noch eine Karte bekommst du nicht, mein Freund. Das ist übel. Viel zu einfach. Ja, den müssen wir niedern. Außer wir bekommen irgendwas super. Das ist wieder toll. Fessle eine gegnerische Creature. Tödlich. Das ist natürlich die Frage. Wächter. Ja, weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein. Wir könnten jetzt das hier machen. Fessler. Und dann ist es eh tödlich und wir lassen es, aber... dann steht er eben noch dort, ne? Na gut. Wir probieren es, ne? So, hier machen wir Entzug. Das ist seine Gewalt. Wir lassen es lieber mal. Okay. Meine Magie ist meine Rüstung. Aha. Hast du Sturmangriff? Danke. Dann machen wir hier tödlich. Beschwöre ein. Ja, das ist super, aber brauchen wir jetzt nicht. Ja, wir müssen. Der muss weg.
Ich denke, die ist tödlich. Ich denke... Das war nicht tödlich. Ah! Oder hatte der einen Schutzzauber? Ach so. Ja, das war natürlich dann... Das war natürlich dann alles andere als gut. Achso, jetzt haben wir den. Naja, gut. Ja, das habe ich jetzt nicht gedacht. Dass wir ihm noch eine Karte schenken. Oder ihr, vielmehr. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Oh, oh, oh. Jetzt hat er ja Karten ohne Ende. Die Elemente gehorchen meinen Befehl. Die Warte Elemente mal, jetzt haben wir doch... meinen Befehl. Nee, haben wir nicht. Wir haben leider keine eine verwundete Kreatur des Gegners, oder? Wenn sich in dieser Reihe eine verwundete gegnerische... Okay. Ziehe ich ein. Ja, wir müssen jetzt draufhauen. Das nützt ja nichts. Am besten noch den hier raus... Achso. Wusste ich gar nicht. Achso, das ist ja toll. Das ändert ja. Das ändert ja alles. Ja, dann habe ich. Super. Dann kommt er eben noch mehr. Wir müssen jetzt. Nee, noch eine Karte bekommst aber nicht. Nö. Nö. Oh. Oh. Wow. 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 Okay, was haben wir noch? Anstatt Glutspeer ausrüsten, kannst du auch ein Dreier schaden. Nö, ich will den Glutspeer. Genau. So sieht's aus. Ne, wir gehen erstmal hier hin. Die darf jedes Mal einmal zusätzlich angreifen. Auch nicht schlecht, ne? So, wen können wir aufsteigen lassen? Oh, einen tödlichen Guerillakrieger. Tödlicher halt. Oh, natürlich. Jawohl. Na doch. Ein. Ich finde es nicht schlecht. Dann lieber. Und dafür Magie. No. Warum nicht? Warum eigentlich? Immer wenn du einen Gegner besiegst, kannst du deinem Deck eine Karte hinzufügen. Der ist nicht schlecht. Dann wird in der Reihe nicht gefesselt. Aber mir gefällt eigentlich diese grausame Kreatur ganz schlecht. Eine Kreatur opfern, um einer gegnerischen 5 Schaden zuzufügen. Warum nicht? Je mehr Siege du erringst, desto größer wird dein Preis. Mhm. Der ja. Herausforderer triumphiert. Was kommt als nächstes? Als nächstes finden wir es heraus. Als nächstes. Ach, ich sehe schon hier 3 Niederlagen können wir uns leisten. Also als nächstes kommt. Ciao, ciao.